Herzlich willkommen zu einem neuen Special hier in den Throne Weeks in Zusammenarbeit mit dem Sender Sky. George R. R. Martin sagt einmal, dass in der Fantasy die wichtigste Figur die Welt selbst ist. Er bezieht sich damit auf J.R.R. Tolkien, den Schöpfer der Herr-der-Ringe-Romane, der wie kaum ein Mensch zuvor ein gigantisches, komplexes und ausgeklügeltes Universum geschaffen hat und somit den Grundstein für die moderne Fantasy gelegt hat. Tolkien hat seinen Büchern eine derart riesige Hintergrundgeschichte gegeben, dass es dem Leser sehr leicht fällt, sich in diese Welt komplett hineinfallen zu lassen und sich intensiv damit auseinanderzusetzen. Alles hat seinen Sinn und seinen Platz und so wirkt die fiktive Welt genauso real wie ein mittelalterliches England oder die Geschichte Frankreichs. Dieses anspruchsvolle Mantra hat sich George R. R. Martin selbst gesetzt, als er die Welt von Eis und Feuer geschaffen hat. Das ist auch der Grund für den immensen Erfolg der Serie Game of Thrones. Sicherlich kann die Serie nicht mit Martins Büchern mithalten, was die Komplexität angeht, dennoch ist die Fantasy-Mittelalter-Serie im Vergleich zu anderen Fernsehserien definitiv komplexer, durchdachter und verworrener. Vor über 20 Jahren hat Martin dafür den Grundstein gelegt, denn der erste Band seiner Das Lied von Eis und Feuer Reihe erschien im Jahr 1996. Seit über 2 Jahrzehnten arbeitet er nun an seinem Epos und baut den Lesern und Zuschauern eine Welt zusammen, die dem Tolkienschen Silmarillion in nichts nachsteht. Die Welten in moderner epischer Fantasy bieten immer eine neue, sekundäre, fiktive Welt. So sind die Handlungen metaphorisch oft wie ein Eisberg. Bei einem Eisberg ist nur die Spitze über der Wasseroberfläche. Ein Großteil des Eisbergs befindet sich allerdings darunter. Und so verhält es sich auch mit Martins Welt. Denn man sieht zwar sehr viel aus dieser Welt, aber da steckt noch sehr, sehr viel dahinter, also unter der Oberfläche. Aber was ist mit seiner eigenen Welt? Wie kommt man dazu, sich eine solch komplexe und komplizierte Welt zusammenzubauen? Wie ist der Mann, der Westeros, Essos, Sotorios und Ultos geschaffen hat? George R. R. Martin hieß am Tag seiner Geburt noch gar nicht George R. R. Martin, sondern George R. Martin. Seine Eltern gaben ihm den Namen George Raymond Martin. Das zweite R, das für Richard steht, kam erst viele Jahre später dazu. Der Zweite Weltkrieg hing noch immer in den Knochen des Planeten. Es war der 20. September 1948, als der kleine George in New Jersey unsere Welt betrat, auf der er eine bessere und spannendere Welt erschaffen würde. Die Familie lebte in ärmlichen Verhältnissen. George verbrachte die Zeit gerne allein in seinem Zimmer, wo er von fremden Ländern und exotischen Kulturen träumte. Aber wie sagt man so gern, wer nicht liest, lebt nur halb, denn Bücher bereichern das Leben und erweitern den Horizont. So verschlang George R. Martin ein Buch nach dem anderen. George war so besessen von Büchern, dass er eines Tages begann, seine eigenen kleinen Geschichten auszudenken. Vor allem dachte er sich für seine Haustiere, mehrere Mini-Schildkröten, zahlreiche Geschichten aus und schrieb sie nieder. Schildkröten wurden sogar zu Martins Lieblingstieren. Er hat die Schildkröte sogar zum offiziellen Symbol seines eigenen Hauses Martin ernannt. George R. R. Martin hat mal verraten, dass viele seiner Minischildkröten damals gestorben sind und er so den Tod in seine Geschichten einfließen ließ. Vielleicht sind die Schildkröten aus seiner Kindheit also der Grund dafür, warum im Lied von Eis und Feuer keine Figur sicher vor dem Tod ist. George wird also älter, bekommt 2 Schwestern und beginnt sich nicht mehr nur für Bücher zu interessieren, sondern auch für Fernsehserien und vor allem auch für Comics. Seine Geschichten werden besser und besser und so beginnt er auch den Nachbarskindern und Klassenkameraden von ihnen zu erzählen. Einige sind sogar so interessiert an seinen faszinierenden Grusel- und Monstergeschichten, dass sie ihm die Geschichten für einen Penny abkaufen. Ein Kind bekommt von seinen Gruselgeschichten derart Angst, dass seine Eltern von den Geschichten erfahren und Georges Eltern anrufen. George wird verboten, weiter Horrorgeschichten zu schreiben, aber er beginnt einfach Science-Fiction zu erzählen. Allerdings hört er auf, die Erzählungen mit seinen Freunden zu teilen. Dafür entdeckt er in seiner Jugend J.R.R. Tolkien und so wird der Fantasy-Pionier zu seinem literarischen Vorbild. Vielleicht sind es die 2 R's in Tolkiens Namen, die George dazu verleiten, sich bei seiner Firmung für den Namen Richard zu entscheiden. Fortan lebt er als George R.R. Martin weiter. Die Eltern schicken George auf eine erzkatholische Jungenschule, wo er im Unterricht schlecht abschneidet, keinen Kontakt zu Mädchen hat und ständig gehänselt wird. George zieht sich mehr und mehr zurück und vertieft sich immer weiter in seine Erzählungen. Er knüpft aber Brieffreundschaften in der Comicwelt und kommt so in Kontakt mit diversen Fanzines,
Das sind Zeitschriften, die von Fans für Fans herausgegeben werden. Für sie beginnt er auf einer alten Schreibmaschine Geschichten zu schreiben. Seine erste Geschichte über einen Superhelden namens Manta Ray wird dann tatsächlich auch in einem Fanzine gedruckt. Und George widmet sich immer mehr der Arbeit an diesen Fanzeitschriften. So arbeitet er sich immer weiter, bis er in den 80ern für die sogenannten Star-Studded Comics arbeiten darf, eines der besten Fanzines weit und breit. George R. R. Martin will die ganzen Menschen aber auch endlich mal kennenlernen und fährt zu seiner ersten Convention. Das war die Tri-State Con. George R. R. Martin taucht somit immer weiter ab in die Welt der Conventions und der Geschichten. Im Alter von 18 Jahren wird er mit der Geschichte Only Kids Are Afraid of the Dark, also nur Kinder haben Angst vor dem Dunkeln, wird er berühmt in der Fanzine-Szene. Es geht darin um einen Superhelden namens Dr. Weird, der gegen übernatürliche Wesen kämpft. George bekommt einen sogenannten Early Award für die beste Fangeschichte und das kurz bevor er die Highschool absolviert hatte. George R. R. Martin zieht dann raus aus dem Elternhaus, ab in die Stadt Evanston, wo er an der Northwestern University in Illinois seinen Abschluss in Journalismus anstrebt. An der Uni eingeschrieben, hört er erstmal auf zu schreiben und kommt erst später wieder dazu. Seine Geschichten werden aber zunehmend ernster. Er beginnt für das Science-Fiction-Magazin Analog Science Fiction and Fact zu schreiben, das seit 1930 existiert. Es ist das langlebigste Science-Fiction-Magazin der Welt. Für dieses Magazin haben schon die bedeutendsten Science-Fiction-Autoren bereits geschrieben. George macht 1971 im Alter von 23 Jahren seinen Master in Journalismus und zieht nach Chicago. Dort lebt er mit 5 Katzen. In der Zeit tobt der Vietnamkrieg, für den viele junge Amerikaner eingezogen werden. George R. R. Martin weigert sich aber, in den Krieg zu ziehen und absolviert 2 freiwillige soziale Jahre bei einer Stiftung, die Obdachlosen hilft. Dort arbeitet er aber vor allem in der Presseabteilung und schreibt Rundbriefe. In dieser Zeit mausert sich Martin als einer der Hauptautoren des Analog Science Fiction and Fact Magazins, doch beides bringt ihm kaum Geld ein und so lebt Martin stets an der Grenze zur Armut. 1973 trifft er dann auf einer Convention seine erste große Liebe, Lisa Tuttle, eine College-Studentin aus New York, mit der er fortan eine Fernbeziehung führt, doch die beiden treffen sich so oft es nur geht. Er schreibt für sie eine Kurzgeschichte namens A Song for Leah über 2 Telepathen, die ineinander verliebt sind und eine intensivere Beziehung führen als jegliche Normalsterblichen. Die Kurzgeschichte wird mit dem renommierten Hugo Award ausgezeichnet. Auf einer anderen Convention erzählt ihm dann eine andere Frau namens Gail, dass sie vor Rührung geweint habe, als sie die Geschichte gelesen hat. Die beiden verlieben sich ineinander und nach kürzester Zeit ziehen die beiden zusammen. Nicht mal ein Jahr später heirateten die beiden sogar. In der ersten gemeinsamen Wohnung schrieb George dann auch seinen ersten Roman. Die Flamme erlischt. Die Liebe zu Gail hält aber nicht lang. Auf einer Party stellt ihm sein Kumpel Joe Haldeman, der Science-Fiction-Autor, der auch Der ewige Krieg geschrieben hat, eine Frau namens Paris McBride vor. Die beiden verstehen sich blendend, aber mehr wird erstmal daraus nicht. Erst einmal müssen sich George und Gail über Wasser halten. George schreibt eine Kurzgeschichte nach der anderen und schafft es sogar, einige davon zu verkaufen. Die besten können mittlerweile in George R. R. Martins zweiteiliger Anthologie Dream Songs nachgelesen werden. Eine dieser Kurzgeschichten lautet And Seven Times Never Kill a Man und wird 1975 in Analog Science Fiction and Fact veröffentlicht. Darin kommt eine vollbehaarte Rasse namens Jainshi vor. Die Wesen tragen Armbrüste und wurden für das Magazin dann auch illustriert. Zu den Lesern dieser Zeitschrift zählt auch ein ganz junger Filmemacher namens George Lucas. Der sieht die Seite mit der Zeichnung, reißt sie raus und gibt sie dem Star Wars Konzeptzeichner Ralph McQuarrie. Genau so soll Chewbacca aussehen. Damit hat George R. R. Martin, der Schöpfer von Das Lied von Eis und Feuer, also tatsächlich auf indirektem Wege das Aussehen der Wookies erfunden. Trotz vieler verkaufter Kurzgeschichten reicht das Geld nicht aus und George nimmt eine Dozentenstelle für Journalismus an. Er lehrt nebenbei aber auch englische Literatur mit dem Schwerpunkt Science Fiction. Durch den riesigen Erfolg von Star Wars ist das gesamte Land im Science Fiction Boom, auch wenn man jetzt an dieser Stelle darüber streiten könnte, wie viel Science Fiction wirklich in Star Wars steckt. Gemeinsam mit seiner Ex-Freundin Lisa Tuttle bringt George R. R. Martin einen Roman namens Sturm über Windhaven heraus. Er wird als einer der talentiertesten Schriftsteller dieser Zeit bezeichnet. Für seine Geschichten Sandkönige und The Way of Cross and Dragon gewinnt er wieder den prestigeträchtigen Hugo Award.
George und Gail beschließen umzuziehen und ziehen vom verschneiten Dubuque ins warme Santa Fe in New Mexico. Beim Umzug kommt es allerdings zu einem massiven Streit und die beiden lassen sich im Jahr 1979 scheiden. 1981 besucht er seine Ex-Freundin Lisa Tuttle und ihren neuen Ehemann in London. Er verlässt zum ersten Mal damit die USA. Zusammen mit Lisa reist er zahlreiche historische Stätten in Schottland und Nordengland ab. So besucht er auch den historischen Hadrianswall, über den wir in einem unserer vergangenen Videos schon ausführlich gesprochen haben. Man könnte meinen, dass ihn diese Reise sofort dazu verleitet hätte, das Lied von Eis und Feuer zu schreiben, aber so war es nicht. Er schreibt immer mehr Horrorgeschichten und trifft sich wieder mit seiner alten Bekanntschaft Paris McBride. George R. R. Martin schreibt einen Roman namens Armageddon Rock, einen Mystery-Thriller in der Musikszene. Stephen King und auch Motorhead-Sänger Lemmy loben den Roman in höchsten Tönen. Trotzdem wird der Roman zu einem finanziellen Flop und Martin überlegt, das Schreiben komplett an den Nagel zu hängen. Gemeinsam mit seiner neuen Freundin Paris vertieft sich George auch immer mehr in Pen-and-Paper-Rollenspiele. Seine Geschichten haben nicht mehr den Erfolg vergangener Zeiten und er spielt mehr und mehr und mehr, statt sich in die Tasten zu werfen. Er beschließt, dass sich etwas ändern muss und bewirbt sich als Fernsehautor bei CBS Television und wird auch genommen. Tatsächlich bekommt er einen Job für eine ganz besondere Serie. Die Serie Twilight Zone aus den 50ern soll für die 80er neu auferlegt werden. Martin ist der geschaffene Autor dafür. Tatsächlich ist es das erste Mal, dass George R. R. Martin dank seines Jobs nicht an der Armutsgrenze lebt. Das Schreiben fürs Fernsehen unterliegt auch anderen Erzählmustern und ist dramaturgisch ganz anders aufgebaut. So lernt George R. R. Martin spannender und geraffter zu erzählen und auch gezielt mit Cliffhangern zu arbeiten. Außerdem lernt er, wie wichtig im Erzählen Akte sind. Aufgrund mangelnden Erfolgs wird Twilight Zone aber nach 3 Staffeln abgesetzt. George R. R. Martin wird aber für die Fantasy-Serie Die Schöne und das Biest engagiert. Das klassische Volksmärchen wird darin in das New York der 80er verlagert. Hauptdarsteller waren Hellboy-Star Ron Perlman und die Sarah Connor-Darstellerin Linda Hamilton. Die Serie zeichnete sich aber vor allem durch extreme Gewaltdarstellung aus, was in den USA sogar eine öffentliche Debatte anzettelte. Die Serie erscheint bis 1990. 3 Staffeln sollen dazu erscheinen, doch dann wird auch diese Serie abgesetzt. George R. R. Martin hat erstmal genug vom Fernsehen und beschließt, mal wieder einen Roman zu schreiben. Aus dem Nirgendwo kommt ihm dabei eine ganz besondere Szene in den Sinn. Von einer sterbenden Wolfshündin, die im Mittelalter Welpen zur Welt bringt, die von verschiedenen Brüdern aufgefunden werden. Er beschließt daraus, eine längere Geschichte zu schreiben und so erscheint Game of Thrones. Der erste Band seines Das Lied von Eis und Feuer Mythos. Seit Jahrzehnten schreibt George R. R. Martin dabei mit dem Programm WordStar 4.0, einem Programm, das 1987 erschien. Damit schreibt er immer noch. Er habe sogar ein über 5000 Seiten langes Dokument, in dem die gesamte Erzählung von Das Lied von Eis und Feuer gesammelt ist. Wenn er mal vergisst, welche Augenfarbe oder Körpergröße oder was auch immer die eine Figur hat, geht er zu dem Dokument und schaut nach. Mittlerweile sind 5 Bände seiner Saga erschienen, die im Deutschen in jeweils 2 Bände aufgeteilt werden. 2011 schufen die Fernsehproduzenten und Schriftsteller D.B. Weiss und David Benioff die Serie Game of Thrones. Im selben Jahr heiratete Martin seine langjährige Freundin Paris McBride, der er auch seine Bücher gewidmet hat. Im ersten Band dankt er aber vor allem seiner Freundin Melinda Snodgrass, einer Schriftstellerin und Fernsehautorin, die unter anderem für Star Trek The Next Generation geschrieben hat. Snodgrass ist eine der Hauptautoren von George R. R. Martins Wildcards-Reihe. Wildcards ist eine Serie von Science-Fiction-Kurzgeschichten, Superhelden-Erzählungen und Romanen, die von George R. R. Martin herausgegeben wird. Es ist neben Game of Thrones bzw. Das Lied von Eis und Feuer die wichtigste zeitgenössische Arbeit von George R. R. Martin. Martin hat sich aber auch für die Game of Thrones Serie viel Zeit genommen. George R. R. Martin schrieb an den Drehbüchern mit und stellte auch das Team zusammen, das die restlichen Drehbücher schreiben sollte. 2015 und 2016 sollte Game of Thrones den Emmy für die beste Serie im Bereich Drama erhalten. Bisher hat die Serie aber auch 212 weitere Auszeichnungen bei den verschiedensten Preisverleihungen abgreifen können. Darunter befinden sich allein 38 Emmys. Mit 12 Emmys in einem Jahr hält die Serie sogar den Rekord für die meisten Emmys, die je in einem einzigen Jahr abgegriffen werden konnten.
Im Jahr 2006 kaufte George R. R. Martin das Jean Cocteau Cinema in Santa Fe, ein kleines historisches Kino, das er komplett renovieren ließ und nun mit neuem Filmprogramm und anderen besonderen Events bespielt. Im Jahr 2015 wurde sogar ein Verwandter des Seesterns, ein Schlangenstern, nach dem Schriftsteller benannt. Der sogenannte Ophiuhamus George Martini wurde 2015 entdeckt und seine Form soll an die Krone erinnert haben, die auf dem Cover von A Clash of Kings ist, dem dritten Band der Reihe. In seiner Freizeit setzt sich Martin außerdem für die Wild Spirit Wolf Sanctuary ein, eine Non-Profit-Organisation, die Wölfe und Wolfshunde rettet und beherbergt. Außerdem hilft er auch dem Food Depot, einer Einrichtung, die sich um Essen für Obdachlose kümmert. Derzeit arbeitet George R. R. Martin zusammen mit anderen Autoren an 5 verschiedenen Spin-off-Serien, die alle irgendwo in der Vorgeschichte von Game of Thrones angesiedelt sein sollen. Allerdings soll nur eine davon auch wirklich umgesetzt werden, sobald die 8. und letzte Staffel von Game of Thrones abgeschlossen ist. George R. R. Martin hat sich mit seiner Saga vom respektierten Schriftsteller zur Legende gemausert. Das hat er aber vor allem auch dem Sender HBO und den Showrunnern Weiss und Benioff zu verdanken, die seinen Büchern zu immenser Popularität verholfen haben. Wobei man nicht vergessen darf, dass die Bücher auch ohne die Hilfe der Serie bereits erfolgreich waren. Martin wurde aber zum Star, weil er in seinen Werken komplexe Handlungsstränge mit faszinierenden, ambivalenten Charakteren und großartigen Dialogen schuf. Kurz Fantasy für Erwachsene, wie es die New York Times einmal beschrieb. Außerdem zeichnet seine Werke eine gewisse Düsternis aus und dass er selbst noch im Fantastischen den Bezug zur Realität sucht. Seine Figuren sind vielschichtig, haben allesamt eigene Ambitionen, Ziele, Eigenheiten und allesamt haben auch eine schillernde Geschichte. Bekannt ist er auch dafür, seine Figuren sterben zu lassen. Selbst die Figuren, die man als Protagonisten wahrgenommen hat und von denen man nicht glaubt, dass sie jemals sterben könnten. Keine Figur ist vor George R. R. Martins Feder sicher und auch deswegen ist sein Schreibstil so beliebt, weil er gerne mit Konventionen bricht und Pfade bewandert, die andere Autoren niemals angerührt hätten. Im Vergleich zu anderen Autoren hat Martin auch die goldene Regel, niemals rein gute oder rein böse Charaktere zu schaffen. Die wahre Geschichte zeigt, dass es viele Könige gab, die gute Ziele hatten, aber als Herrscher versagten und teilweise sogar als Unmenschen in die Geschichte eingingen. Als großer Geschichtsexperte hat das George R. R. Martin genauso in seinen Geschichten verarbeitet. Es geht letzten Endes in Martins Werken immer um die Menschlichkeit und den Konflikt der Menschen mit sich selbst. Was sagt ihr? Hat George R. R. Martin ein Epos geschaffen, das eines Tages denselben Platz in den Geschichtsbüchern einnehmen wird wie J.R.R. Tolkiens Der Herr der Ringe? Oder ist das Lied von Eis und Feuer ein überschätztes Werk, das nur durch die Serie derzeit so erfolgreich ist? Schreibt eure Meinung unbedingt mal in die Kommentare. Unsere Meinung zu dem Ganzen kennt ihr ja sicherlich. Vergesst auch nicht, die anderen Videos der Throne Weeks zu gucken. Wir haben beispielsweise ein wahnsinnig aufwendiges und auch langes Video über die Architektur von Game of Thrones gemacht. Das solltet ihr gucken. In der Infobox findet ihr übrigens alle nötigen Informationen über Sky Ticket, mit dem ihr alle Staffeln von Game of Thrones zu einem äußerst guten Preis anschauen könnt. Schaut das unbedingt mal an und vergesst auch nicht, uns auf unseren Social Media Kanälen zu abonnieren. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen hier auf die Filmfabrik mit mir, dem Alper. Vala Morghulis.